So, mit diesem brachialen Eindruck ein herzliches Willkommen zu meinem Einsteigervideo für Blacklight Retribution. Was ihr hier seht, ist der Punktebildschirm am Ende jeder Runde. Neben den üblichen Frags interessiert hier vor allem die gewonnene Erfahrung und die sogenannten Game Points, mit denen ihr Waffen und Ausrüstung freischaltet. Da dies ein wichtiges Spielelement für Neueinsteiger darstellt, will ich näher auf den Item Shop eingehen. Hier liegt der Schwerpunkt sicherlich auf der eigenen Waffe. Ein beinahe vollständig umgebautes Modell wie dieses hier braucht aber bereits einige Spielstunden. Doch auch die übrige Ausrüstung sollte nicht vernachlässigt werden. Vom speziellen HRV-Helm über die Brustpanzerung bis hin zu den Schuhen kann alles den eigenen Wünschen angepasst werden. Immer vorausgesetzt, ihr verfügt über genügend Gamepoints oder entsprechend Bares. Viele Ausrüstungsteile, hier rot dargestellt, müssen erst über den eigenen Levelaufstieg freigespielt werden. Spezielle Logos und Tarnfarben hingegen sind nur über besondere Achievements oder Geld zu erlangen. Ganz speziell und leider auch sehr teuer sind die taktischen Ausrüstungsteile. Hier könnt ihr euch persönliche Tarngeräte, kugelsichere Schilde, Medikits, Wiederbelebungskits und andere mächtige Upgrades auf den Rücken schnallen. Das taktische Ausrüstungsteil bestimmt also auch im Wesentlichen eure Funktion auf dem Schlachtfeld. Den besten Effekt muss natürlich jeder für sich selbst finden. Nicht ganz unwichtig ist auch die eigene Depotauswahl. Diese Teile kauft ihr innerhalb der Maps an speziellen Terminals. Die Freischaltung braucht Combat Points, die man innerhalb einer Runde für diverse Aktionen erlangt. Die Depot-Items sind meist sehr mächtig, aber auch situationsabhängig. Man sollte sich also in einer Runde sehr genau überlegen, worin man die temporären Combat Points investiert. Die ersten hart verdienten Game Points, als GP rechts unten im Bild angezeigt, sollten zuerst in eure Waffen und Loadouts investiert werden. Vom schweren MG bis hin zum Scharfschützengewehr wird wirklich jeder Geschmack bedient. Weitere Feinheiten wie Mündungen, Gewehrlauf, Magazin und Visier runden den eigenen Schießprügel erst richtig ab. Die per Erfahrung freigespielten Waffenteile können dabei wahlweise einen Tag, drei Tage oder permanent für GP gekauft werden. Bei jedem Levelaufstieg ist so für Nachschub gesorgt, der zudem für drei Tage kostenlos ausprobiert werden kann. Alles, sogar das niedliche Weapon Tag, hat Auswirkungen auf die Stati der Waffe. Die Farben hingegen sind rein kosmetisch und auch das wirklich einzig kostenpflichtige am Game. Insgesamt also ein sehr faires Free-to-Play-Modell. Zeit für ein wenig Praxis. Beim Training wird euch gleich zu Beginn das spaßige Hacking-Minigame gezeigt, welches mitten in einer Partie schon mal für Schweißperlen sorgt. Gleich danach kann man am Schießstand der neu gebastelten Bleispritze ordentlich auf den Zahn fühlen. Ganz egal, ob wir die hier gezeigte präzise Burst Rifle oder doch lieber ein dickes Maschinengewehr bevorzugen. Blacklight verfügt generell über eine gut ausbalancierte Waffenphysik. Allgemein gilt aber, wer genau zielt und dosiert schießt, hat die besseren Karten. Wildes Geballer hingegen, gerne auch Pray and Spray genannt, führt eher selten zum Erfolg. Gerade Spielanfänger müssen sich hier erst den unruhigen Zeigefinger abgewöhnen. Echte Neuerungen bringt Blacklight auch mit dem HRV-Modus. Das Ganze funktioniert wie ein Wallhack und zeigt euch Gegnerpositionen und andere wichtige Infos. Die Spezialsicht braucht aber Energie und muss sich erst regenerieren. Außerdem könnt ihr während des HRV-Modes nicht feuern. Daher rate ich euch zu kurzem Gebrauch, denn auch ein Wallhack macht weder unverwundbar, noch zeigt er, was hinter eurem Rücken gerade passiert. Kommen wir gleich zur nächsten Neuerung, dem Depot. Hier kauft ihr die zuvor festgelegten Gegenstände ein. Gleich zu Beginn verfügbar sind zum Beispiel Flammenwerfer, Raketenwerfer und ein Highlight von Blacklight, die Hardsuit. Was man damit macht, muss ich wohl nicht näher erklären. Daher will ich eher auf die Vor- und Nachteile dieses Anzugs eingehen. Was zuerst auffällt, der Anzug ist schwerfällig, doch sehr gut gepanzert und mit einem kurzfristigen Schub ausgestattet.
Die fehlende Mobilität macht ihr durch eine dicke Minigun links und eine schwere Railgun rechts mehr als wett. Beide können auch simultan abgefeuert werden. Ein wichtiger Tipp für Neulinge: Beim Vorwärtsschub könnt ihr in geringem Maße auch seitwärts lenken. Gerade für enge Korridore ist das echt hilfreich, um den Schub voll auszunutzen. Nutzt den HRV-Mode eures Helms, um die zufällig festgelegte Schwachstelle jedes Anzugs aufzudecken. Wer jetzt gezielt auf diese Schwachstelle schießt, kann sogar einen fabrikneuen Mech mit 1 bis 2 Magazinen verschrotten. Könnt mit Hardsuits auch ganz anders fertig werden. Ein Flammenwerfer beschädigt zwar den Anzug selbst nur in geringem Maße, frittiert aber den Piloten binnen Sekunden. So könnt ihr euch ganz schnell und billig selbst einen fahrbaren Untersatz kapern. Achtung, solange der Mech noch heiß ist, nehmt ihr allerdings selbst Schaden. Zudem müsst ihr beachten, dass das Übernehmen eines fremden Mechs mehr Zeit in Anspruch nimmt, quasi eine Art Diebstahlschutz. So, ich hoffe, mit diesen Tipps seid ihr gut gerüstet für die ersten Runden in Blacklight. Mein Tipp lautet: Ausprobieren. Klaut euch die Waffen eurer Gegner, testet neue Gegenstände, die ihr beim Levelaufstieg bekommt, und vor allem habt Spaß mit dem Game. Als kleiner Tipp zum Abschluss: Sucht nach speziellen Servern mit Spielerlevelbegrenzung. Der Ausrüstungsunterschied fällt hier wesentlich weniger ins Gewicht. Dieser Guide ist übrigens mein Debüt in YouTube. Über konstruktive Kritik und Kommentare im Allgemeinen würde ich mich sehr freuen. Mehr über Blacklight im Allgemeinen erfahrt ihr auch in der Beschreibung dieses Videos. In diesem Sinne halte ich jetzt meine Klappe und lasse euch noch ein bisschen beim Spiel zuschauen. Bis zum nächsten Mal.